So, dann kannst du weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Part 13. Ihr habt über ein Drittel aller nötigen Bücher gefunden. Toll. Exzellent. Sehr gut. Ihr seid ein wirklich mutiger Bücherjäger. Obwohl das wohl keinen Mut erfordert. Vermutlich. Wie gesagt, die Anrufung der Wächter befindet sich in einem Haus im alten Viertel von Bowerstone. Es ist sicher leicht zu finden. Wieso hat der einen Schlüssel dafür? War das vielleicht mal sein Haus? Na jedenfalls machen wir jetzt hier weiter mit der Büchersuche, wie ihr seht. Und jetzt muss man natürlich hier b-b-b suchen. Wie ihr seht, wir sind noch klein Ich habe auch schon geldmäßig. Rabatte gewährt. Den richtigen Kunden zumindest. Ich bin der ehrlichste Händler von der Ich bin die Beste hier. Hört euch nur um. Guck mal, steht eine Hütte. Na, 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 na. Wir sollten Was einen Piratenrahmen aufsuchen. Ich, ihr und das Lächeln auf eurem Gesicht. Nein, wir machen das bestimmt nicht. Auch nicht für ein Lächeln auf mein Gesicht. Aha. Hier sind verschiedene Waren. Das ist die Sammlung für die Totenkopfler-Sammlung. Dann hast du Ritterrüstung, dann hast du Teddys. Was das da ist? Sieht aus wie ein Ach, Ei. Das ist das Ei, ja, was man finden muss. Kuchen, Gargoyle und sämtlich verschiedene seltene Puppen. So, und wie kommen wir jetzt an das Buch ran? Aha. Och, zählt doch automatisch. Sonst machst du es auch immer. Au! Und weg ist er. Aha. Hä? Da ist das Buch hinter? Ich beschwöre euch, oh mächtiger Prinz der Dunkelheit. Ich lass mal durchlaufen. Den ihr im Äther wandelt. Ich beschwöre euch, hier mit euren Dienern zu erscheinen, zu dieser geisterhaften nächtlichen Stunde. Dreht Zwei Tage. Euch in diesen Kreis, der hier gezeichnet ist. Zeigt euch in angemessener Form und führt aus, was ich von euch verlange. Erscheint nicht als Schatten, ich verbiete es euch. Seht hier das Siegel von Almadil, mit dessen Hilfe ich euch befehle. Jetzt. So, das war das Buch, die Anrufung der Wächter. Und ich bin wieder. Ja, wie immer. Man kann es ja auch nutzen, wenn man es ja kann. Weil dann müsste nämlich bis dahinter laufen. Was ist denn hier vorne eigentlich wie eine Quest? Komm mal. Willst du jetzt alle seltenen Bücher holen? Oder was? Nee, es geht nur noch zu holen. Danach musst du weiter sammeln.
Das letzte Buch kriegst du erst, nachdem du das Böse abgewendet hast. Ah, wie gesagt, ich freue mich schon auf die nächste Session. Da könnt ihr meine Frau auch hören. Hervorragend in Bücher sammeln, was nicht sehr beeindruckend klingt, wo ich es so sage, aber ich meine es wirklich von Herzen. Ja, die Punkte brauchen wir, wisst ihr ja, wir müssen. Wo sind wir? Powerstone? Für den Untergrund brauchen wir das, also für die Rebellion. Okay. Hat kein Buch mehr, wa? Zum Holen. Okay. Muss erst gute welche finden. Bald wohl, ja. Hier eine Quest, die interessiert mich da, was ich da mal sehe bei den Haus da. Das ist jetzt so ein Typ. Die geht nicht weg. Du kannst immer Villa wetten. Das ist eine Wette da. Das weiß ich doch nicht. Hab ich schon mal gewettet? Nein. Das ist eklig. Bitte, macht auf! Na, die meine ich doch. Bitte, mein Schatz, ja? Es tut mir so leid. Ich mache es wieder gut. Das habe ich schon mal gehört. Bei den ersten Enttäuschungen fand ich eure Unbeholfenheit ja noch irgendwie niedlich. Aber das hat sich längst abgenutzt. Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten. Das ist wirklich furchtbar. Furchtbar öde, meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Vor unserer Hochzeit war meine Frau noch süß und lieb. Ihr macht es. Oh, das ist das einzig Gute, was mir seit Jahren passiert ist. Hä? Sie ist drinnen. Da könnt ihr anfangen. Ach. Ich gehe dann so lange in die Schenke. Es sollte nicht allzu schwer sein. Ihr geht rein, schmeichelt ihr, schenkt ihr Schmuck und sie gehört euch. So war's bei mir. Moment, was ist denn? Sagt nicht, dass ihr über irgendwas reden wollt. Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr werdet mein Mann. Guck mal, wie griffelig die Autos. Wie konnte ich jemanden wie euch nur mit jemandem wie ihm verwechseln? Naja, was kann ich denn für euch tun? Das sieht recht gut aus. Guck mal, wie die heißt. Na ja, mach es. Na ja, wir sollen sie jetzt verführen. Aber ich weiß nicht, was meine Frau vorhat. Ich dachte, Crockett sei langweilig. Gut. Ihr seid genial, Liebling. Einfach genial. Liebling schon? Toller Klatscher, ja. Du übertreibst ein bisschen, ne? Und jetzt geht es los. Na, Süßer. Mit euch kann man ziemlich viel Spaß haben. Wesentlich mehr als mit meinem Ehemann. Wisst ihr, er liest ständig oder arbeitet im Garten. Öde. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal etwas für mich gemacht oder Schmuck für mich gekauft hat. Ich liebe Schmuck übrigens. Was war's da, oder was? Sieh mal an. Oh, ah ja, wir haben ja ein Rubid eingesammelt. Danke. Das gefällt mir. Freunde und Netze? Ihr seid
Eure Hand. Und was gefällt euch so? Bereit? Ja. Verabredet euch mit Veronika. Sehr gut. Und es war aufregend, mit euch zu flirten. Im Haus meines Mannes. Ist euch nicht langweilig? Machen wir einen Ausflug. Wie wäre es mit der Brightwall-Brücke? Ähnlichkeit hat sie ja. Mit wem? Nix. Na gut, Schatz, wenn ihr wollt. Ich warne dich. Lieber Spaß machen? Nein. Heiße. Die liebt dich schon, oder was? Aber ich will ja wie ein Ehringer. Mal gucken. Was willst du? Denn das da unten? Naja, das ist Steam. Wenn ihr meine Hand haltet, fällt mir auf, sie würde mit ein paar Ringen hübscher aussehen. Am liebsten Diamantringe. Ich nicht warten bis morgen früh. Ich liebe diese Aussicht und ihr ruiniert sie nicht mit Gerede. Ihr steht nur da und seht gut aus. Wow, ihr müsst wohl einiges an Erfahrung haben. Oder ihr habt erstaunliche Instinkte. Ich muss sagen, ich war so lange mit William zusammen, dass ich vergessen habe, wie furchtbar aufregend das alles sein kann. Ich will mehr. Was meint ihr? Wollen wir es wagen? Ich verlasse William und wir können zusammen sein. Wenn wir heiraten wollen, müsst ihr natürlich einen Ring für mich besorgen. Ich bin sehr traditionsbewusst. Ja, natürlich. Musst du die heiraten? Das kommt doch noch nicht. Warum? Wer Waffen mag, findet hier etwas, das sein Herz höher schlagen lässt. Die Läden sind geöffnet. Naja, jedenfalls gehört das zur Quest. Ich weiß nicht, wie die Quest endet. Ich kenne die Quest noch nicht. Da war ja vorher eine andere Quest da oben. Nee. Hm? Doch. Das war schon immer die Quest. Nee, der sah aber nicht so aus. Wir bedienen ja, euch gern. Ja, als Kerl, wenn du eine Frau hast, dann ist der ein Kerl. Hervorragende Wahl. Kann man da jetzt öffnen? Ach, Weibchen. Waren hier. Der Laden gehört einem der berühmtesten Abenteurer in ganz Albion. Das Geschäft läuft ganz gut, aber ihr könnt sicher dafür sorgen, dass es noch besser wird. Ah, Manometer. Wem gehört der Laden? Ja, ich weiß auch nicht. Das sind voll die Lamente. Das sind nämlich auch meistens in Spiele Frauen. Die rennen irgendwie schneller. Die sind nicht so vollgepackt, nicht so Muskelpakete, weißt du? Ihr habt einen Ring, ihr habt ein Haus. Man kann euch nur sehr schwer widerstehen, nicht wahr? Nur los, fragt. Dann werden wir ja sehen, ob ich euch widerstehen kann. Heiratet ihr mich? Ja, ja! Und tschüss. Winge, winge. Warum? Oh, jetzt fehlt nur noch die Scheidung von William. Oh, hätte ich euch doch schon vor 5 Jahren getroffen. Das hätte mir viel Langeweile erspart. Ja, soll ich ihn ausschlafen? Kehrt zu William zurück. Eh schneller, Alter. Guck mal, die rennt richtig schnell. Ist auch das Kleid.
weiß nicht, warum die so eine Kleider anhatten früher. Das ist richtig unbequem. Das ist eine reiche Tutte. Ja, weil sie den Wilhelm ausgenommen hat. Jetzt hat er keinen Zaster mehr. Jetzt wird es los, ja. Einfach mal. Ich habe Neuigkeiten, William. Sie werden euch nicht gefallen und glaubt mir, das bricht mir das Herz. Ehrlich. Ich habe begriffen, dass wir nicht zueinander passen. Besser gesagt, ihr passt nicht zu mir. Also, hier sind die Scheidungspapiere. Ihr seid jetzt wohl ein Ex-Ehemann. Veronica, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer... Danke. Danke, dass ihr genau so seid, wie ich dachte. Was? Ihr habt das alles geplant? Tut mir leid. Ich reiche das gleich morgen früh auf dem Amt ein. Und dann ist unsere Ehe offiziell Geschichte. Danke nochmal. Mein geschäftstüchtiger Liebster, was seid ihr verschlagen? Ihr sprecht mit einem Mann ab, die Ehe zu zerstören und seine Frau mittellos zurückzulassen? Ziemlich hinterhältig, finde ich. Ich frage mich, zu wie viel Abscheulichkeit seid ihr noch bereit? Denn sehen wir die Sache mal logisch. Wenn er nie bei diesem Amt ankommt, wird die Scheidung nie vollzogen. Und statt einer heißblütigen Geschiedenen hättet ihr dann eine äußerst wohlhabende Witwe zur Frau. Was? Meint ihr etwa, ihr tötet mich? Also, eigentlich tötet er euch. Tut mir leid, William, aber es geht um viel Geld. Ihr habt mir keine große Wahl gelassen. Hört nicht auf sie. Ihr könnt einfach gehen. Dann seid ihr raus aus der Sache. Ja, so. Und tschüss. Nein, geht nicht. Oh, 20 Siegel. Wunderschön. Oh, mein Häschen. Ihr wollt euch doch nicht wirklich von mir scheiden lassen, oder? Ihr seid unglaublich. Gerade wolltet ihr mich noch töten lassen. Und jetzt versucht ihr wieder, mich rumzukriegen. Ich war verwirrt. Diese furchtbare Affäre hat mich daran erinnert, wie sehr ich euch liebe. Zerreißen wir einfach diese Papiere und fangen von vorne an. Und vielleicht sollten wir dabei auch gleich unsere Kleider zerreißen. Oh, na gut. Nein, Moment. Darauf falle ich nicht rein. Es ist vorbei. Los! Raus hier! Oh, na gut, alles klar. Ihr enttäuscht mich, William. Ich wollte, dass es funktioniert, aber ihr sperrt euch dagegen. Ich gehe und ich nehme meinen Schmuck mit. Schön! Angenehme Reise! Also dadurch brauchen wir jetzt bloß noch 51 so eine Gildensiegel. Für Power Stone. Und meine Frau schlägt den Ball ein. So, wir haben noch 3 Questen. Was ist das? Und dafür gibt's nichts. Und hier ist bloß eine Belohnung. Momentan. Finde seltene Bücher für die Akademie. Naja, das ist normal. Auch das ist das mit die Worten später. Ja, hast du auch 2 Quests? Gefundene Silberschlüssel? Nicht. Gut, deswegen machen wir das. Der will doch Geld haben, wa? Ja, das ist ja auch wichtig, deswegen mache ich es ja. Und hol gleich die Silberschlüssel mit. Ach nee, halt. Was? Ich nehme erstmal eine Quest mit, dann ist vielleicht einfach mit dem Streamer. Halt, halt mal schnell weg. Wo ist das hier? Hm? Was ist das? Was? Wer wurde ermordet? Ja, da muss ich jemanden killen. Was musst du? Da muss ich jemanden killen. Einen Bösen? Nee.
Aber ist die jetzt die Auftragskillerin oder was? Das ist, um den Tempel freizulegen. Vorsicht, die Flammen, sie sind heiß. Hervorragend zum Kochen. Wunderbar, viel Spaß beim Erledigen dieses Gutmenschen. Kommt danach schnell wieder her. Waren wir da nicht irgendwie schon? Bei mir war's da. Nee, das ist doch das Lager da, oder? Mhm. Musst du jetzt weiterlaufen? Achso, die Häuser. Bei was? Hoffen wir mal. Wer schießt denn da? Ungläubige. Der zeigt nach hinten. Ich war ja weiter die Gegner. Sind. Wie kommen denn da? Was wollte bloß außer aufhalten, deswegen gehe ich jetzt weiter. Ich meine, wie kommen denn da an Gegner hier? Ist ja schlimm. So, wir sind da ja nicht abgekratzt, oder? Oder haben die Krieg geführt? Ach so. Ja, 500 Jahre vielleicht. Vielleicht wo der Vater König geworden ist. Könnte möglich sein, oder? Dass sie da schon so lange rumliegen. Oh Mann, ich liebe euch alle. Ja, euch alle. Das Universum ist so wunderschön, Mann. Wunderschön, so voller. Du musst erst mal drücken. Bin ja nicht doof. Renn jetzt nicht wieder hin. Ja, damit, das mache ich jetzt schnell, damit mich nicht so viele Doofbewohner sehen. Bis jetzt hat mich nur einer gesehen. Eine. Und dann kommst du dann da durch, oder wie? Ihr habt es getan? Wow, ihr seid wirklich, wirklich niederträchtig, was? Also, hinter uns liegt der uralte Tempel des Bösen. Ich versuche im Moment einen Weg hineinzufinden. Es sollte nicht allzu lange dauern. Kommt bald wieder und danke für den Mord. Danke für den Mord. Was ist das für ein Auftragsgeläu? Danke für den Mord. Noch 36, so eine Gildensiegel. Und wo läuft jetzt, oder? Für die Brüder schnell die Quest mitnehmen. Die ist in Dicker Leutnant. Du hast gesagt, auf dem Friedhof wäre es lustig und offenbar. Ich hole es nicht. Das kann doch der Lebende tun. Ja, klar. Ah, genial. Problem gelöst. Die Sache ist die. Das Buch ist in Minfields. Unsere Mutter hat es. Sie sagte immer, sie nimmt es mit ins Grab. Ihr kennt doch das Buch, oder? Das Buch kriegt ihr nur über meine Leiche, sagte sie immer. Gruselig, diese Vorahnung. Ihr müsst es also nur ausgraben.
Das Numikron. Was tanzt der Teufel, Leute? Das Buch der Mama Toten. Nur heißt es da ein bisschen anders. Alles mitnehmen. Was nicht zu gehen geht, erstmal. So, ich hole hier auf dem Weg erstmal alles mit. Die Eier, hier ist eigentlich. Das erste Osterei. Ein schönes Hundi. Aber mit dem zweiten, wenn man auf dürre kleine Köter steht. Na, beleidige nicht meinen Hund, Kumpel. Kriegst einen Kopfschuss. Was soll denn das? Die Ware steht da rum. Lasst euch doch nichts von ihm gefallen, dumm. Lass sie los, du Köter! Wir schlagen euch, bis ihr stark blutet. Ist das... Was da alles, Alter? Ja, der Hund hat auch eine Köte danach. Ja, der ist wie Ego-Stut. Kiste. Das ist auch kein Hund. Hm? Ich brauch ja auch keinen Hund. Ja, weil es sich suchtet das. Das ist irre. Weil du viele Tipps gekriegt hast, wo alles ist, ja? Also, wollen wir mal nicht angeben, ja? Aber nicht die Kiste. Gerade eine einzige Kiste wurde mir gezeigt. Wow, hurra, ja. Sind alle da. Beeindruckend. Ausgrabungsort. Und das hier. Sie sind auch noch Austragungsorte, aber die können sie alle selber suchen. Mein Gott, was hakt das hier heute? So. So, und das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part gleich da hinten dran. Haut rein und tschüss.